die Geschichte eines Propheten. Zu einer Zeit, wo es einen König gab, der hieß Ahab. Habt ihr schon mal den Namen gehört? Ja. Ahab, der hatte eine Frau. Wisst ihr noch, wie die Frau von diesem König hieß? Okay, die großen Kinder haben schon die Antwort beraten. Isabel. Woher kam diese Frau Isabel? War das auch eine Israelitin? Ja. Nein, das war keine Israelitin. Ja? Das war keine Israelitin und sie hat einen anderen Gott angebetet. Dieser Gott hieß Baal. Und es war so, als Isabel nach Israel kam, hat sie auch ganz viele Priester für den Baal mitgebracht. Und die haben dann diesen anderen Gott angebetet. Die haben Opfer gebracht, die haben ganz viele Kultstätten aufgebaut und haben so die ganzen Leute verführt. Da gab es natürlich immer noch Menschen, die an den wahren Gott geglaubt haben, aber viele Leute haben langsam angefangen, einem falschen Gott zu opfern. Und da gab es einen Propheten zu der Zeit. Das war ein ganz mutiger Prophet, der hieß Elia. Ah, hast du schon mal gehört? Ja. Hat einer von euch schon mal den Namen Elia gehört? Ja. 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 Also dieser Prophet Elia wurde dann natürlich auch zu dem König geschickt. Und Gott hat zu Elia gesagt, es wird jetzt ganz lange nicht mehr regnen. Aber während es nicht regnet, musst du ganz weit weggehen. Warum glaubt ihr, musste der Prophet weggehen? Was hätte sonst der König mit dem Propheten gemacht? Wäre er glücklich gewesen darüber, dass es lange nicht regnet? Nein, der wäre bestimmt ganz, ganz böse gewesen. Und was macht man, wenn man ganz, ganz böse ist auf jemanden? Ist man da ganz lieb? Nein, was macht man dann? Da wird man ganz, ganz sauer, hast du recht. Also, eigentlich hat Gott den Propheten in Sicherheit gebracht und hat gesagt, geht weit weg, an einen Bach. Und an diesem Bach bleibe so lange, bis ich dich rufe. Jetzt an einem Bach, wo kein Mensch lebt. Was kann man da machen? Wovon kann man leben? Vom Wasser. Man kann Wasser trinken, richtig. Und was kann man da essen, wenn es da nichts gibt? Brot. Woher kommt denn Brot, wenn da keiner isst? Vom Himmel. Ist gleich. Wer hat das Brot denn gemacht? Ja? Gott? Vögel. Ihr seid gut. Genau, darum geht es in dieser Geschichte. Es gab Raben. Die haben Elia mit Essen versorgt. Ja? Aber der Prophet hätte auch sagen können, ich gehe da nicht hin, ich habe nichts zu essen, ich werde verhungern. Verdursten nicht, da gab es ja einen Bach. Aber Gott hat Raben geschickt, damit dieser Prophet nicht verhungert. Und manchmal kann es auch uns so passieren, dass wir irgendwo sehen und denken, was passiert mit uns? Jetzt haben wir kein Essen, vielleicht haben wir kein Trinken, wir haben keine Kleidung. Wenn sowas ist, zu wem können wir beten, dass er uns hilft? Gott kann uns helfen. Es gibt nämlich einen Bibelspruch, der sagt, dass Gott uns helfen möchte. Und den liest jetzt mal die Anna vor. Okay? Der kommt nämlich aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 19, für die großen Kinder. Mein Gott aber wird alles, dessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Jesus Christus. Das heißt, Gott gibt euch all das, was ihr braucht, in seiner Herrlichkeit. Ihr müsst nur beten, okay? Gut, Amen. Amen.